Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier in Hirschfelden im Spiel The Hunter Call of the Wild mit dem Irus-Virus. Hallo zusammen. Den Basti, den mussten wir erschießen, der sah aus wie ein Hirsch und wir haben es jetzt wie ein Unfall aussehen lassen. Ja. Ja, das Ding gibt's nur für Windows-Rechner, das Spiel. Aber wir sind kompetente Jäger. Wir haben schon ein bisschen gespielt. Und sind ein bisschen... Oh. Sie labert wieder. Sie labert, ja. Ja, also teilweise, wenn man da in neue Gebiete reingeht, etc., dann labert ja, die Olle plötzlich. Und da hast du halt keine Chance, irgendwas wegzudrücken oder sonst irgendwas. Das ist halt dann das Mühsame leider. Leider. Ja. Naja, was will man machen? Wir sind hier in dem europäischen Jagdgebiet und fahren mal los zu einer Stelle, wo wir jagen möchten. Also ich habe heute schon mal versucht, alleine die super spannende Mission zu machen. Töte einen Fuchs in diesem Gebiet, wo wir jetzt gerade sind. Ja. Mit einem Bogen. Und der Bogen, der kann halt einfach nur etwa 50 Meter weit schießen. Und ja. Ja, jetzt find mal einen scheiß Fuchs, der super fuchsig ist. Und dann versuch ihn noch zu töten mit dem Bogen. Ist halt echt schwer. Ja. Ja, wir haben die 2019er Version geladen, das heißt, wir haben hier, glaube ich, die Quads, die sind eigentlich DLC, ne? Die gab es umsonst oben drauf. Ich glaube, ja. Und wir sind alleine in dem Revier, erstmal. Weil wahrscheinlich alle anderen Leute viel zu gut sind für uns. Und die Sonne hat gerade geblitzt. Ja. Ich dachte gerade, sie ist schon explodiert. Schon Spuren. Gehen wir hier rein. Für die, die es nicht wissen, es gibt hier mehrere Arten von Spuren. Die meisten sind halt Fußspuren. Also... Den, wo wir jetzt auch gerade folgen. Genau. Das andere sind Losungen. Dann gibt es aber auch so Sachen wie tote Kaninchen. Wenn irgendwie mal so ein Rotfuchs irgendwie was gerissen hat, dann liegt da tote Kadaver rum. Gibt es da noch sonst noch irgendeinen Scheiß? Bestimmt, bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Also jetzt... Das hier ist hier jetzt so eine Fußspur. Ja. Und wir latschen jetzt schon von da hinten bis hier nach vorne der Fußspur nach, wissen aber gar nicht, wie alt die ist. Denn ja, die könnte unter Umständen sehr, sehr alt sein. Deshalb sind die Losungen da, die dann auch aufzeigen, wenn sie denn mal hier irgendwo vorkämen, wie alt die Spur ist. Und die kacken wie verrückt, die Viecher. Ja. Also alle 3 Meter, selbst wenn sie angeschossen sind und Blut verlieren, dann bleiben die immer noch mal wahrscheinlich im Laufen, haben sie genug Zeit, noch mal einen abzudrücken. Erste Losung. So, und die sagt uns gerade eben, heißt also, die Tiere müssen eigentlich in der Nähe sein. Ja, ich bin übrigens Stufe 5, Irus hat schon ein bisschen mehr gejagt. Ja, Stufe 11. Aber es geht recht schnell, es geht wirklich schnell. Und jetzt, wenn du da oben bist, siehst du, also für all die Leute unten rechts, das hat, da hast du das Herz, das ist wirklich, wenn du die ganze Zeit am Rumrennen bist, dann pumpt das Herz wie wild. Dementsprechend kannst du dann auch nicht mehr so gut ziehen. Dann das mittlere ist so ein, entweder, jetzt bei dir sollte es jetzt ein Strich sein. Ja, das ist die Sichtbarkeit. Genau, die Sichtbarkeit. Und wenn es ein Kreis ist, ist man total sichtbar. Das heißt, wenn man sich bewegt und steht, wahrscheinlich. Wenn man steht, dann... Moment, ich stehe im Gras. Dann... Hier. Ist es hier so ein Auge? Moment, wo ist es? Da wäre so ein halbes Ding. Ja. Und dann gibt es hier noch hohes Gras und Gebüsch. Und dann, je nachdem, wie man steht, ist man sichtbar und nicht sichtbar. Ja. Aber das werdet ihr dann wahrscheinlich alles noch irgendwie selber verstehen.
Das ist ganz intuitiv. Oh, Mahnhof. Ein Reh. Schrägstrich erstes Opfer. Beute meine ich. Beute. Wir wissen allerdings nicht, wie weit entfernt, aber das sah sehr, sehr tief im Wald aus. Also es schien nicht da oben auf dem Hügel zu hocken, sondern hier weit unten in der Talsenke. Da ist es. Ich markiere es. Schießt du? Oder ich? Ja. Nicht getroffen. Ich weiß nicht, ob ich es getroffen habe. Okay, das war jetzt eine Kurzschussreaktion, glaube ich eher. Und das ist unsere Spezialität. Genau, wir sind ausgebildet, um ganz schnell einfach mal so zu schießen. So, ich glaube aber, wir haben einen Fehler gemacht. Erstmal gucken, wenn wir hier ein bisschen Blut finden, dann ist es gut. Und sonst ist es einfach weg. Ich glaube, es ist weg. Wollen wir in den Wald rein? Ja, gehen wir rein. Gibt's eine? Warnruf Rotfuchs. Rotfuchs klingt doch gut, oder? Ja, die sind halt meistens immer echt so 100 Meter sind die immer entfernt. Und der Bogen ist halt echt nur für diese 50 Meter gedacht, irgendwie. Ist es eigentlich, dass der grüne Kegel, also die Windrichtung, verteilt die einen Eigengeruch, also vom Menschen? Ja, natürlich dein. Okay. Genau. Das kann man natürlich dann auch nehmen, um. Wir haben ja hier so. Hier, das Nummer 5 ist, glaube ich, standardmäßig. Das ist so ein Moschusduft. Damit kann man halt die Moschusviecher anlocken. Ich weiß halt nicht, ob das auch einen Eigengeruch überdeckt, aber wir sind ja sowieso nicht in der Windrichtung von unserem Ziel. Ich höre was. Das ist halt hundertprozentig. Warte. Ich höre was. Und es ist direkt hinter diesen scheiß Stein. Da liegen, glaube ich, zwei Hasen. Sehe ich gerade. Ich habe das nämlich jetzt mittlerweile auch schon. Oh. Da ist. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen zum. Ich muss um den Felsen rum. Ja. Nein! Lol! Was war das? Er war vor mir! Er war direkt vor mir! Und dann ist er weg, plötzlich. Aber was war das für ein Rups? Ich habe einen Pfeil auf ihn geschossen. Und als ich geschossen habe, war er wie weggeglitscht. Es hat sich angehört, als wäre irgendeine Falltür zugegangen. Ich habe was gesehen. Wo? Im Osten, aber das ist schon. Ne, warte. Osten? Warte. Ich glaube, das sind wieder die Schatten von den Windmühlen. Eben, ich habe jetzt auch schon durch mein Level ein bisschen meine Skills geforscht, weiterentwickelt. Das heißt also, ich kann jetzt auch sehr, sehr, sehr gut und sehr weit vor allem die Spuren sehen. Das ist also wirklich schon so, ich brauche eigentlich die Spuren einzeln gar nicht mehr anzuklicken, sondern ich sehe schon dahinter direkt den nächsten. Also das ist ja, gut. Das ist aber, glaube ich, schon seit Beginn so, oder? Nee. Die Fertigkeit ist jetzt noch besser. Und du siehst, der Kegel, den du vorne siehst, wo das Tier lang gelatscht ist, der ist jetzt bei mir noch kleiner. Achso, dass dann direkt die genaue Richtung anzeigt. Ja. Er ist direkt vor mir. Lol. Sichtbar? Ja. Also verdammt, es war 10 Meter. Nur bis ich es mal geschnallt habe. Er ist vor mir, ich habe ihn getroffen mit dem verdammten Bogen. Aber keine Blutspur, oder? Nee. Dann habe ich ihn scheinbar doch nicht getroffen. Der verdammte Bogen ist sauschwer. Ist wirklich. Er geht jetzt hier mitten. Nee, nicht mitten über das Feld, aber beim Feld entlang. Da vorne ist er. Da vorne unten.
ziehen? Jetzt ist er hinter dem Hügel, aber ich sehe ihn jetzt. Ja. Versuch du. Ja, ich stehe jetzt hier noch hinterm Baum. Also. What? Das war an den Baum, Junge. Ist am Baum abgeprallt? Ja, ja. Du hast direkt auf den Baum geschossen. Der rennt einfach weiter und da ist er. Scheiß drauf, jetzt nehme ich einfach die Knarre. Der Iris, der sieht den im Fernglas und da kann man die so markieren. So, down, tot ist er. So, wie habe ich denn? Ah, warte, so, Trophäe. Also. Trabend. Ja. Weiblich 4,84 Kilo. Normal, Fellart. Blutspritzer, nicht tödlicher Treffer. Schwierigkeit extrem leicht. Trophäenart, Gewicht. Aha. Direkt getroffen in Muskel, Hüfte, Darm, Leber, Lungen, Flügel, rechts, einfach alles. Direkt von hinten einmal durch. Immer mal wieder rückwärts gucken, ob uns jemand auflauert. Ein tollwütiger Hirsch oder so. Ja, genau. Aber was die Entwickler richtig gut eingefangen haben, ist halt, wenn man laut ist, wird man nie was finden. Ja. Ja, oh man, die Grafik ist einfach auch wirklich sehr, sehr schön. Grafik top, Physik nicht so. Ja. Also Physik im Sinne von, okay, die Zweige und so zurechtbiegen schon, aber wenn man da in so einem Basislager die Tür öffnet, zack, offen. Ja. Keine Animation. Die Fahnen, oh, wir müssen mal auf die Fahnen im Basiscamp eingehen, wenn wir da sind. Das ist ja die Katastrophe. Also hier vor uns kommt jetzt ein See. Direkt hinter dem See ist das nächste Basiscamp. Unten rechts übrigens die grüne Leiste ist die Lebensleiste. Das heißt, man kann auch, wenn man aus größerer Höhe fällt, Leben verlieren. Oder, was ich schon mal das super Erlebnis hatte, wurde von dem Hirsch auf die Hörner genommen. Ja. Ich habe ihn gesehen. Dann habe ich durchs Zielfernrohr geguckt, dann habe ich ihn nicht mehr gesehen, habe Zielfernrohr abgenommen. Dann habe ich ihn wieder gesehen und irgendwie an derselben Stelle. Und es war wohl irgendwie keine Ahnung, ob das Licht anders fiel, wenn man durch das Zielfernrohr guckt oder sonst was, ob der da irgendwie was grafisch anders berechnet. Da war er da und da war er wieder nicht. Und dann habe ich einmal wieder angelegt, dann habe ich nur noch Traben gehört. Und habe ich Zielfernrohr wieder abgesetzt und dann war der Bildschirm rot und ich bin irgendwie 50 Meter durch die... Genau. Das war witzig. Und dann hast du noch gesagt, hey, guck mal unten links im Chat, da stand irgendwie, was wurde von einem Hirsch K.O. geschlagen. Von einem Wildschwein. Wir können ja gleich mal gucken, ob da irgendjemand am Wasser ist. Jetzt so wirklich, wie ich es immer in den ganzen Dokus und so gesehen habe, habe ich jetzt hier noch nie ein Tier gesehen, was direkt quasi am Wasser ist. Warnruf. Wildschwein. Ja, da ist es da. Eins, zwei. Es sind zwei, weiblich und männlich. Oh, noch eins. Hey, siehst du das? Ja, ich sehe es. Oh, ja, also. Da ist ein Wiesent. Geil. Wir schleichen langsam dahin. Da hinten ist noch eins. Ja, hab's gesehen. Aber wir nehmen das am Wasser. Am Wasser, ja. Du gibst. Kommando. Drei, zwei. Eins. Da läuft. Das läuft auf uns zu. Kommt es uns töten? Das kommt. Oh Gott sei Dank. Es hat keine Munition. Es ist ausgerutscht. Es ist ausgerutscht. Alter. Gut. Okay, wer bestätigt? Also, ich hab's mal angenommen, wir können dann aber gleich das andere noch holen gehen. Also, ich habe einmal 35 und 34 und 1 und du hast einmal 3 und 2 und 25. Ah, okay. Aber wir haben's so gut eigentlich wie überall getroffen. War männlich, her, oder? Ja. Das hatte da ein ziemlich großes Gehänge zwischen den Beinen. Holen wir das andere? Ja, wir gehen dahin, wo wir die, wo wir es gesehen haben und gucken, ob da eine Spur ist. Das war jetzt cool, dass das Ding wirklich auf uns zurennt. Ja.
Wir sehen die Spuren auch. Der wollte mich einfach so töten, hallo? Also ich glaube, ich hab die Richtung, wo es lang ist. Mitten durchs Gebüsch durch, ey. Direkt vor uns. Eins, okay. Zwei, Moment. Drei. Nee, das sind einfach drei Tiere. Meine. Okay. Gut, wir schießen auf die vor uns, die jetzt gerade leuchtet. Ready? Ja. Drei, zwei, eins. Double kill. Schauen, ob es uns angreift. So, hier haben wir Blut. Tödlicher Treffer, gerade eben. Da hinten die zweite. Blutungsgrad sehr gering. Ja, du. Was der Blutungsgrad angeht, da kannst du also leider nicht immer drauf gehen. Habe ich jetzt schon gemerkt. Stand sehr gering und ein Meter daneben war es schon tot. Laufen, sehr gering. Oh, da vorne ist es. Muss nochmal drauf schießen. Oh, okay. Scheiße gegen Baum. Ich hab's gesehen. Die Dinger, die liegen nicht ab nach einem Schuss, wenn du nicht genau auf sein Herz vorne drauf triffst. Keine Chance. Folgst du der Spur, wo du jetzt gerade drauf bist? Ja. Ich folge der anderen, weil da habe ich jetzt gerade echt oft drauf geschossen. Und das ist auch tödlicher Treffer. Blutspritzer, tödlicher Treffer, ja, die ganze Zeit. Da ist sehr viel Blut. Hier liegt sehr viel Blut. Ist wieder eine Fleischwunde, alles klar. Hier, unsere Spuren teilen sich auf, so ein bisschen. Das ist einfach ein Muskelpaket, Mann. Das ist einfach so ein Muskelprotz. Oh shit, das war schon ein neuer. Meiner liegt hier vorne schon. Ich bin schon wieder auf den neuen geschossen. Okay, hier ist meine Spur. Scheiße, ist wieder hochgegangen. Hier vorne liegt wieder meiner. Ich habe ein paar Mal getroffen, aber du kannst ihn auch gerne haben. Ist kein Ding. Dann nehme ich den. Yo, Iris. Viermal getroffen, davon aber zweimal nur 1%. Der andere, der geht hier lang. Komm, den müssen wir von seinen Qualen erleiden. Den du hast, geht da lang? Erlösen, meine ich. Ja. Und den hast du auch getroffen? Ja, das ist der, der hat aber am Anfang noch Blutflecke. Jetzt nicht mehr. Ja, danach müssen wir auf jeden Fall zur Station, weil ich brauche unbedingt wieder Patronen. Ich habe nur noch 14 Schuss. Okay. Shit, habe ich jetzt die Spur gewechselt? Nee. Okay. Die blaue Spur ist die aktive, also die vom aktiven verfolgten Tier. Die weißen sind dann halt alle anderen. Hier, da vorne ist es. Da steht wieder tödlicher Treffer, gerade eben. Ja, dann lieg doch ab, verdammt. Renn doch nicht so weit. Ein Schuss, sehr gut. Muskel, Lebens, Wirbelsäule, Brustwirbelsäule. Ah, Lenden, ich dachte, was ist eine Lebenswirbelsäule? Das andere Ding, das ging hier lang. Sehr gut, hier ist auch wieder eine Blutspur. Gut, also ich habe beide getroffen. Oh, der ist wieder zu dir, der rennt zu dir. Komm, Bogenmann. Bowman, ich hab's. Ist es eventuell deins? Also es geht auf jeden Fall in deine Richtung. Also ich warte mal, du fliegst nicht. Klickt hier, ich hab's jetzt noch dreimal angeschossen. Das gibt's nicht. Ja, es ist meins, es leuchtet blau. Gut, dann darfst du es nehmen. Also ich möchte mal, bevor ich es eben abernte, mal auf der Karte dieses scheiß Spur zeigen. Deshalb gehe ich hier noch extra die Blutspritzer entlang. Wie weit wir das verfolgt haben. Überall da, wo wir geschossen haben, ist hier so ein roter Fleck. So. Das ist die Strecke, die wir gegangen sind. Und jetzt wollen wir mal gucken. Erster Treffer 15% ich. Und alle anderen Treffer du. Ah, wirklich? Oh. Insgesamt 6 Treffer. Davon... ja, 15% ich, 34, 1, 13, 9 und 28% von dir. Durch die Wirbelsäule, durch die Lungenflügel, links, rechts, paar Muskeln, Kreuz- und Steißbein. Okay,
Ja, und an die Veganer und vegetarischen Zuschauern, so entsteht Fleisch, aber ihr wisst es ja, also an alle, die nicht Vegetarier oder Veganer sind. Wir haben 100% Ethikbonus. Also, ihr könnt uns nichts. Im Norden haben wir übrigens unsere Quads abgestellt. Heißt also, falls wir den noch vorher treffen oder einsacken können, würde ich zu unseren Quads gehen und dann zur Station, weil sonst wäre das ja Unsinn. Ja. Aber ich glaube, wir rennen eher mehr eine halbe Stunde durch die Ödnis. Ich sehe halt nur Blut, Hufen und Scheiße. Ich sehe nirgends irgendwie ein Tier. Das Ding läuft und läuft und blutet die ganze Zeit. Okay, ich habe dieselbe Spur gerade. Hey, es blutet hier einfach immer noch. Endlich, ich hab's, ich hab's. Oh, der erste Schuss ging direkt Hinterlauf, Oberschenkelknochen, links. Und dann nur 8% Schaden. Und dann der Rest gab's Muskeldarm, Magen. Jo. Jetzt habe ich aber hier eher nochmal eine Spur. Und die auch von dem Wiesent ist. Was sie nicht ist, okay. Gut, ja, Nur ein super. langweiliges, ordinäres Reh. Ja. Das ist keine Herausforderung. Gut, gehen wir zu den Quads oder? Ja. Dann gehen wir zu den Quads. Gehen wir zu den Quads und dann fahren wir zu der Station. Ja, genau. Oh, what? Wir sind alles wieder zurückgerannt. Ernsthaft? Ja. Okay, also Hauptstraße und dann die zweite links. Ja. Ja, oder wir gucken jetzt hier noch, weil hier gerade so schönes Wetter ist. Ah ne, du hast ja keine Munition mehr, hast du gesagt. Nee, genau. Dein Quad. Ah, jetzt, okay. So, also gut, geh mal. Achso, das ist nehmen. das. Wie so ein Ruin-Ding. Ja. Gibt halt einfach Erfahrungspunkte. Führt mich gerade zu einem Basislager, was ich noch nicht besucht habe, aber ich habe das Gefühl, das ist so eine gruselige Kabine in den Bergen und ich werde mich nie wieder. Ah, okay. Nee, das ist schon. So, jetzt können wir hier nämlich auch wieder Munition kaufen. Wir können übrigens auch hier, ne? Das musst du mal angucken. Und zwar habe ich gedacht, ich lese das Zeugs hier mal durch. Aber Ja. unten hast du ja, Achtung Jäger, bitte lesen Sie und jeder, bitte lesen Bitte. Sie. Ja. Kannst du lesen, was dort steht? Wenn Moment, da muss du's. ich erst das Lager freischalten, weil das ist Ach alles so. grau jetzt. Okay, ja. Moment. Weil du wirst jetzt nämlich gleich merken, da ist ein super witziger Text. Und am besten kannst du den einfangen, indem du P drückst und dann mit dem Fotoapparat einfach mal zweimal hinzoomst. Dann solltest du erkennen, was dort steht. Aber Lorem ipsum. genau, Lorem Genau, Ipsum. Lorem ipsum. Das steht Genau. tatsächlich da. Das ist nichts anderes, nur Lorem Ipsum. Und ich dachte so, what? Wirklich jetzt? Ihr habt euch so wenig Mühe gegeben. Habe ich direkt mal Ja. fotografiert. Okay. Ich kaufe ein bisschen Munition. Ja, Für ich diese auch. Episode soll es gewesen sein. Jawohl. Das war eine super. Was haben wir gejagt? Fuchs und Wiesent, ne? Ja. Nächstes Mal können wir ja. Ah! Ja.
Die Fahnenphysik wollten wir nochmal. Ach so, ja, 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 Fahnen. Den komischen Lappen da. Das ist ein Witz. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.